Also ich lehne das Lügen kategorisch ab. Für mich ist das Lügen einfach schlichtweg falsch. Und es gehört eben zu meinen moralischen Vorstellungen, dass man die Wahrheit spricht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man unterscheiden muss zwischen einer Lüge und einer klitzekleinen Notlüge. Ich glaube, da kann sich niemand von freisprechen, auch mal Notlügen heranzuziehen, in welcher Form auch immer. Nur das kommt dann eben ganz auf den Kontext an. Ne? Man muss halt immer schauen, warum entsteht eine Lüge, welche Intention steckt hinter einer Lüge. Zum Eigenschutz, würde ich sagen, sind Lügen erlaubt. Es gibt ja gewisse Situationen, wo man sich selbst schützen muss. Da könnte man eventuell das vertreten, dass das Lügen in dem Moment schlichtweg passabel ist oder akzeptabel ist. Zum Schutz anderer vielleicht. Aber die Situationen, in denen es erlaubt ist, die sind doch eher selten, würde ich sagen. Ja, das Lügen umgeht man eigentlich nur dann, wenn man für sich selber das moralische Prinzip gesetzt hat. Also ich überlege mir ja vorher, ob ich lüge oder nicht. Es gibt natürlich auch die Menschen, nach meiner Interpretation die notorischen Lügner, die sich ja eine Realität bauen aus ihren Lügen. Das wiederum ist ja auch was anderes. Aber ich umgehe eine Lüge in dem Sinne nur, wenn ich mir selber täglich sage, dass ich eben nicht lügen möchte und immer die Wahrheit spreche. Ja, aber das war, würde ich als Notlüge betiteln, das war, als mich mal jemand fragte, wie es mir denn geht. Und eigentlich ging es mir nicht gut und ich habe aber gesagt, mir geht's gut. Das sind so diese kleinen Notlügen, die ich meine, weil man dann Nachfragen einfach umgehen möchte. Das war, glaube ich, meine letzte Lüge. Ein Vertrauensbruch in erster Linie. Beziehungsweise muss man das, glaube ich, auch unter dem Gesichtspunkt beleuchten, warum derjenige eben lügt und in welchem Beziehungsverhältnis man zu der Person steht. Ne? Nahe Angehörige oder enge Freunde, da ist eine Lüge ganz anders zu bewerten als jetzt jemand, den ich vielleicht auf der Straße zum ersten Mal treffe und wir in ein Gespräch treten oder wie auch immer. Ne? Also da muss man schon unterscheiden. Mit der klaren Konfrontation wahrscheinlich. Also wenn es so offensichtlich ist, dass ich im Prinzip schon sofort weiß, dass derjenige lügt, würde ich ihn klar damit konfrontieren. Aber wie gesagt, auch wieder unter der Voraussetzung, dass man eben schaut, in welchem Beziehungsverhältnis ich mit der Person stehe. Ich bin sowieso der Meinung, dass jede Lüge irgendwann auffliegt. Da glaube ich ganz fest dran. Das habe ich in meinem Leben auch schon mehrmals erfahren müssen. Und von daher bin ich immer für die Konfrontation und für die offene Aussprache. Und dann kann man ja schauen, warum die Lüge überhaupt ausgesprochen worden ist. Ja, das Lügen bei uns im Schulalltag kommt natürlich dahingehend schon alleine vor, weil Schüler natürlich ihre Streitigkeiten an uns herantragen. Und es oft so ist, dass Kinder ihre eigene Wahrheit nur sehen, aus ihrer eigenen Perspektive sprechen und natürlich gar nicht in der Lage sind, auch in die anderen Perspektiven hineinzuschlüpfen, sodass hier und da schon die Lügen einfach auftreten. Und ich handhabe das so in meiner Klasse, dass ich generell immer an die Kinder appelliere, die Wahrheit zu sprechen, dass wir in verschiedenen Situationen, auch wenn jetzt im Moment keine Lüge im Raum steht sozusagen, darüber sprechen, wie wichtig es ist, die Wahrheit auszusprechen und eben nicht zu lügen. Und wenn wir dann in Situationen kommen, klassischer Fall, irgendetwas ist passiert und einer muss sich dazu jetzt bekennen und ich dann frage, ne, wer war es denn, wer hat das zu verantworten, ich bitte euch, die Wahrheit zu sprechen. Ne? Man kann immer irgendwie Dinge machen, die nicht richtig sind und die auch vielleicht im Nachhinein bereut werden, aber man muss dann dazu stehen. Und das ist dann immer so das, was ich versuche, den Kindern zu vermitteln. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass meine Anerkennung darauf, dass ich dann im Prinzip die Wahrheit gesprochen habe, weil ich dann auch lobe, dass jetzt die Wahrheit gesprochen worden ist, schon bei den Kindern ein bisschen was bewirkt. Und dann vielleicht der ein oder andere, nicht alle, das trifft nicht auf alle Schüler zu, dann doch eher mal die Hand hebt und sagt, ja,
ich war es, mein Fehler, tut mir leid. Ne? Und so kann man das eigentlich nur an Kinder herantreten, meiner Meinung nach. Man muss da auch ganz offen drüber sprechen und immer wieder die Kinder auch dazu auffordern, sich in die Personen hineinzuversetzen, die eben angelogen worden sind. Denn das ist ja ein ziemlich unschönes Gefühl und das verstehen Kinder ganz schnell.